Liebe Bürgerinnen und Bürger in Oberbayern und in Schwaben, der Internationale Frauentag, er ist immer am 8. März. Er ist seit über 100 Jahren immer am 8. März. Und er ist unser Kampftag der Frauen. Ich möchte am Anfang kurz beginnen, was es sicher nicht ist. Der Internationale Frauentag ist kein Muttertag. Und der Internationale Frauentag ist auch kein Valentinstag. Und hier eine klare Botschaft auch an die Männer. Sie brauchen den Frauen am Internationalen Frauentag keine Blumen zu schenken. Wir kämpfen um ganz andere Dinge. Wir wollen beim Internationalen Frauentag erreichen, dass die Gleichberechtigung endlich auch Gleichberechtigung genannt werden kann. Wir haben früher dafür gekämpft, dass wir das Wahlrecht bekommen. Hier sind wir wirklich schon gleichgestellt. Und wir kämpfen heute, und das sind unsere wichtigen Kampfplätze am Internationalen Frauentag, für Arbeitsrechte der Frauen. Häufig hört man den Slogan Frauentag Brot und Rosen. Ich denke mir, Brot und Rosen sagt ganz deutlich, was wir wollen. Wir brauchen einerseits das Brot, das ist die Möglichkeit zu verdienen, die Möglichkeit selbstständig zu sein, die Möglichkeit unsere Kinder ohne das Geld von anderen erziehen zu können, die Möglichkeit wirklich ein volles Bestandteil der Gesellschaft zu sein. Und wir wollen auch die Rosen dazu. Die Rosen, das sind das Sinnbild für das Schöne im Leben. Ich stehe heute vor Ihnen mit Rosen, die die S&D-Gruppe, das heißt die Parteienfamilie der SPD, in Europa verteilt hat. Es sind Rosen, die erst noch wachsen müssen. Es sind Rosen, die in die Zukunft reichen. Diese Rosen lagen vor allen unseren Büros und wir geben sie uns weiter. Ich möchte Ihnen auch an dieser Stelle symbolisch diese Rose übergeben. Wir kämpfen für das Brot und wir kämpfen für die Rosen. Wir sind viele, wir sind 52% der Bevölkerung in Europa und wir haben ein Recht darauf, gleichgestellt zu werden. Herzlichen Dank.